Und dank der Magie des Videoschnitts sind wir jetzt wieder hier. Musstet keiner 30 Minuten warten, 30 Sekunden, bis das hier abgehakt war. Dafür kann ich die Quest jetzt hier bestießen. Wir sollen Water Fiends to recover Wise Mari's Staff killen. Und zum Lorewalker sollen wir auch noch... Ach du Kacke, das ist hier nochmal eine richtig lange Quest-Chain. The Raiders Band. Up to the Sky. Ach du Kacke, da werden wir hier drin noch Level 88, wenn das so weitergeht. Es muss wohl auch so sein, mittlerweile in den... Ach, hier kann man auch richtig laufen. Guck mal, da ist ein Firework Launcher. Sollen wir ja auch noch machen. Emerald Serpent. Ach du Kacke, was ist denn da hier los hier, du? Müssen wir die... Die können wir auch noch benutzen. Und da machen sie so... So Schlangenkämpfe. Ja, die verspielten Fliegeschlangen. Ah, ich... Habt mich schon gefragt, wann mal wieder eine Quest kommt, wo man wieder irgendwas in der Herd zumpelt. Fireworks Launch. Ja, das Spiel ist mittlerweile so ultra eingängig. Ich meine, WoW war damals ja eine Revolution. Als WoW rauskam, da waren ja MMOs, hatten ja den Ruf, sie waren unbequem, schwer zu lernen. Nur für Hardcore-Suchtis und überhaupt ganz seltsame Erscheinungen. Also zumindest in Europa. Ach, guck mal, die sitzen hier auf Büchern. Die sind ja auch krass. Eine riesige Bücherei und da unten ist jemand. So, kann man gucken. Okay, da gibt es anscheinend nur diesen... ich hasse das ja, wenn ich irgendwo nicht abkürzen kann. Alter, geht mir das... Das geht mir... Oh. Oh, 100 Jahre lang laufen. So, ach, und voll ins Kohlenbecken gesprungen. Danke, das ist natürlich super geil, GZ. Und da war natürlich WoW seinerzeit 2005 einfach eine Revolution. Pages of History, natürlich. Be careful. Jetzt müssen wir hier auch noch Bücherwürmer und Motten erschlagen. Ach du Kacke. Und hier sind wahrscheinlich die Bücherwürmer drin. Und die haben natürlich Hitpoints wie Onyxia, du. Ach, hör doch, uff. Oder kann man da einfach drüber laufen? Ach ne, wir können die hier so anklicken. Ah. Gut, manchmal sollte man noch einfach die Anleitung lesen. Und die Motten müssen wir natürlich... Motten erschlagen. 8 an der Zahl. 3 Sekunden CD. Müssen wir noch ein bisschen so machen. Ein bisschen im Kreis laufen, dann so. Guck, wie es klappt. Ja, und da war WoW natürlich eine Revolution. Es war eingängig. Man hatte eigentlich nur ein sehr kurzes Tutorial. Und halt so ein paar Tooltips, die rauskamen. Wenn man irgendwas das erste Mal geöffnet hat. Und die konnte man auch sauschnell überlesen. Aber ansonsten konntest du schon mit sehr wenig Hintergrundwissen schon sehr viel machen. Also... Das war in den anderen MMOs, die ich so gespielt habe vorher, war das halt so, dass du musstest dir erstmal voll das Wissen anlesen, dass du überhaupt was mit dem Spiel anfangen konntest. Und dann, ach so, wir sind ja hier in Lunar Eclipse. Ja, und da hast du dir dann erstmal seitenweise Wissen angelesen und dann konntest du anfangen, irgendwas zu machen. Oh, hat sich ausgebücherwurmt. Guck, und da ist hier noch ein Foundling Order. Das ist für ja, wahrscheinlich für irgendein Achievement gut. Wir sind immer noch in Lunar Eclipse, ne? Oder auf dem Weg nach Solar Eclipse. Und... Ja, und da, wenn ich dann da so zurückdenke, ich habe vorher, Jumpgate eine ganze Zeit lang gesuchtet und das war, es war so ein, ich weiß gar nicht, ob EVE Online schon damals auf dem Markt war. EVE Online habe ich ja auch eine Zeit lang
war extrem gesuchtet, möchte ich sagen. Ist auch ein schönes MMO, wenn man halt so ein bisschen auf so Sandkasten steht. Aber hat mir dann, ja, unterm Strich muss ich sagen, war es mir einfach dann zu zeitintensiv, zu aufwendig, weil in EVE Online, da kriegst du wirklich nichts geschenkt. Da gibt es immer so einen Spruch. EVE Online ist ja eigentlich, wird ja alles auf Englisch gespielt. Und ja, der Spruch, der heißt übersetzt auf Deutsch so viel wie, wenn du in WoW failst, dann gibt dir das Spiel einen Keks. Und sonst hat, also das Spiel tröstet dich quasi, nimmt dich an die Hand und gibt dir einen Keks. Und wenn du in EVE Online failst, dann nimmt dir das Spiel nicht nur den Keks weg, sondern lacht dich auch noch aus, weil du halt einen mitgebracht hast. Ist halt nur im Englischen wirklich, ja, wirklich zu verstehen, kann ich jetzt nicht sagen. Also die Essenz kommt, glaube ich, rüber. Und ja, yes, I can heal you. Was ist noch? So, mit dem Elder Sage Rain zu, sollen wir noch im Tempel reden. Also wieder hoch. Und diesmal hier mit dem Turbo. Ja, und das ist halt wirklich so. Bei EVE Online, da kannst du halt auch echtes Geld verlieren, da du ja deine Game-Time-Cards, wenn du nicht per Überweisung bezahlst oder sonst wie, kannst du ja deine Game-Time-Cards auch handeln in-game. Auch im Auktionshaus. Du kannst die ganz normal als Item in das Inventar legen. Und ja, also ich glaube, für eine Game-Time-Card, da begeht einer halt mal ganz schnell einen Mord, indem er halt quasi dich abschießt. Selbst wenn dein Schiff für 100 oder 200 Millionen fliegt und wenn er die Game-Time-Card kriegt, bevor du, also bevor er abgeschossen wird, und dann ist das für ihn schon ein Gewinn. Und ja, die Dinger zu transportieren, da geht dir echt die Pumpe, ja. Du hast da immerhin, es sind dann im Endeffekt nur, in Anführungszeichen, nur 10 Euro oder 12 Euro, die du halt einstecken hast, aber die hast du halt auch einstecken, ja. Wenn du die transportierst und oder auch so andere Sachen wie, was weiß ich, Betrügereien. Wenn du, dann kriegst du vom GM höchstens gesagt, ja, wenn du so blöd bist und gibst dem dein Geld, dann ist dir nicht mehr zu helfen, dann hast du Pech gehabt. Hallo, Fei. Yo. So, und wir haben noch zwei Serpents, die wir noch finden müssen. Gehen mal da lang, jawohl. So, du kommst mit. Was haben wir hier noch? Was ist denn das? Aha. Nachdem müssen wir bestimmt die... Ach ne, hier sollen wir hier die Water Fiends, die sollen wir hier killen. Wie viele von denen? Gucken, was hier noch da steht. Okay, gucken wir mal. Wir killen einfach mal einen und schauen, was passiert. Vielleicht kriegen wir einen Buff oder so. Gar nichts kriegen wir. Blut. Ah, und logischerweise einer der Viecher hat den, hat natürlich den Stab dabei. Ja, sehr geil. Und wir sind auch gleich am Arsch. Ich glaube hier, du gehst vorher, Freund. Da, und schon ist wieder auch eine Stunde rum. Mark of the Wild abgelaufen. Okay, also der Stab soll hier auf jeden Fall sein. Wir werden aber nochmal, wir reden nochmal mit dem Typ. Bevor ich jetzt hier die Viecher umsonst gekillt habe. Nee, sollst du die killen, um den... Da ist er doch. Da gab es früher so eine Quest in Strangerthorn oder Schlingendorntal. Und da gab es auch so eine Quest, da musstest du so einen Schlüssel finden und Elite-Oger killen. Ich habe mit den meisten meiner Charaktere, musste ich wirklich nur, was weiß ich, 5 Stück erschlagen oder so. Und dann
hatte ich den gehabt, aber mit manchen, ich glaube mit meinem Paladin oder so, der hat ja schon nicht viel Damage gemacht, aber da habe ich, glaube ich, 3 Stunden da diese hässlichen Ogre erschlagen. Bis ich dann endlich diesen Dings bekommen habe. Diesen, was war das gewesen? Hier, diesen Schlüssel. Furchtbar. Irgendwann ist ja dann Blizzard hingegangen und hat gesagt, okay, wir wollen außerhalb von Instanzen keine Elite-Gegner mehr stehen haben. So haben die halt ihre Doktrinen mehrfach geändert in den ganzen Jahren. Ganz früher hieß es mal, es ist für jede Klasse möglich, einen Elite-Gegner auf dem eigenen Level zu besiegen. Es wird knapp, aber es ist möglich, den zu besiegen. Und bis dann hin, naja, es gibt jetzt keine Elite-Gegner mehr. Was haben wir hier? Machen wir jetzt das schöne Schlangenritual. Die geile Musik. Herrlich. Wow. Hallo, Fei. I apologize for the deception, but it was necessary. In thousands of years, we have never seen one of your kind. It was imperative that I first measure the bearing of your heart. Come run with me, little one. There is something I wish you to see. Gib mir den Flugskill, fliege ich selber. Aber gut. Ja, so ein östlicher Drache, Mensch, geil. Oh, stell dir mal vor, jetzt hätten wir diese Cinematic verpasst. Ah, wie schön. Ach, ja, schön. So, hier können wir ein bisschen gucken. I grow old, little one. My time on this world is nearly done. Oh Gott. Do you see the great statue in the distance? Aber ja. The builders have toiled for many years and it is nearly complete. A little more jade, the jade you helped to acquire, and it will be finished. With my last breath, I will transfer my life essence into the statue, and a new guardian will be born. Do not be saddened. The cycle is clear. It neither begins nor ends with me. Someday, you may also be called upon to defend all that is dear to you. When that day comes, seek all the light and wonder of this world and fight. We live together or we die together. All of Pandaria is connected. I grow weary. I must rest now. Goodbye, little one. I will see you soon enough. Und das war mal wieder ein Glanzstück, muss ich sagen. Ja, da ist mir ja ein leichter Schauer über den Rücken gelaufen. Und das ist Blizzard. Ja, so viel Mühe einfach, die da reingesteckt wird. In so eine Quest, die nicht essentiell ist für das Spiel. Das ist einfach World of Warcraft. Das ist Blizzard vor allem. Denn das findest du, glaube ich, in keinem anderen Spiel, dass so viel Mühe in was gesteckt wird, wo nicht mal sicher ist, dass es die Spieler sehen. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Für solche Quests gibt's. Entschuldigung. Ich habe eben nochmal an der Flasche gezogen, wie wir losgeflogen sind. Und für solche Quests gibt's etliche Beispiele in diesem Spiel. Und das finde ich halt, das ist halt das, dieses liebevolle, bis ins Detail ausgedachte, das ist einfach das, finde ich, was das Spiel ausmacht, was das Spiel auch groß macht. Denn auch wenn hier die Questtexte halt nicht in Videoform gehalten sind, wie das zum Beispiel bei Star Wars, was ist denn hier los? Oh, ein paar Guardians am Kämpfen.
Ja, was bei diesem Star Wars MMO, ich hab's mal kurz angespielt, es war... Da habe ich noch keine Let's Plays gemacht. Nee. Das war im Winter, glaube ich. Ja, so. Als es rauskam halt. Ich glaube, ich habe es 3 Wochen gespielt. Ich weiß nicht, wie viel von diesem Rain Poppy wir brauchen, aber ich nehme mal einiges mit. Bevor ich später nochmal farmen muss. Wobei der Druide ja den... Oh. Bei der Druide ja wirklich den schönen Vorteil genießt und kann... in der Fluggestalt Pflanzen ernten. Somit musst du nicht stetig auf und ab mounten. Also selbst auch wenn es instant geht. Das ist einfach Zeit, die man sich sparen kann. So, jetzt nochmal hier mit dem Admiral Taylor geredet. Dann möchte ich aber hier wirklich nochmal einen Dungeon machen. Dann habe ich wieder Stunden an Videomaterial. Und nebenbei muss ich auch noch Lego wieder aufnehmen. Siehst du, da habe ich auch nicht mehr so viele Parts. Denn Lego ist wirklich was... Das Ferdinand. Lego ist halt ein sehr geiles Spiel, aber man muss wirklich die richtige Stimmung haben. Wer ist denn Ferdinand die Muku? Ja, vielleicht besinnt er sich noch. Und... Ja, und WoW baut von sich aus seine richtig schöne Stimmung. Ach du Scheiße, hier gibt es ja auch noch tausende von Quests, aber... jetzt mal im Ernst, also jetzt machen wir mal hier einen Dungeon und dann... Aber ich glaube, wir wollen das hier noch fertig... Ich glaube, wir wollen das noch fertig questen. Find the boy, jawohl. Und hier gibt es einen ganzen Haufen Rain Poppies. Das ist also schon mal gut, da wissen wir schon mal, wo das zu farmen geht, das Zeug. Da sie grün sind und noch Skillpunkte bringen, nehme ich sie halt auch mit. Und vielleicht kriege ich die richtige Taste für die Travel Form, jawohl. Ach. Ich habe ja hier alles an Keybindings gelegt, also die ganzen, das ganze Formen gewechselt zum Beispiel, das sind alles, das sind alles so Tastenkombinationen, so Alt G, H, J und nur G, H, J und ich glaube, bis K geht das. Ich weiß es gar nicht mehr. Das Inventory ist full. Also, ich glaube, es geht eh nicht jetzt, ohne dass man... Oh, hier ist eine neue. Eine neue Pflanze. Garden Fog. Bist denn du? Freshly fallen petals. Okay. Aber das ist doch kein Garden Fog. Müssen wir Garden Fog sammeln? Ah, die müssen wir einsammeln, okay. Ja, ich glaube fast, ich werde an dieser Stelle mal nach SW porten. Ach, das ist ein Garden Frog. Ich habe Garden Fog gelesen, Mensch, und denk so, Gartennebel? Naja, vielleicht irgendwas ganz Feingliedriges. Irgend so eine feine Pflanze, aber... Am Arsch, so. Ja, gerade so bei diesen Pflanzen, dieses Rain Poppy, das wächst ja hier nur am Wasser, das haben wir ja rausgefunden. Ich weiß halt nicht, wie essentiell das noch ist. In Cataclysm gab es auch einige Pflanzen und da gab es dann so eine Pflanze, die ist nur in der Wüste gewachsen und da auch nur am Wasser. Und dann gab es dann immer so eine Linie, die du abgeflogen bist und war ganz furchtbar. Da ist es dann, glaube ich, immer ganz gut, solche Spawnplätze hier zu finden. Aber... Was ist denn da noch? A strong alcoholic. Na komm dann. Rinnende Kopf. Hier kann man ja leider nicht bis zum Kotzen trinken. Das war ja immer ganz cool. Elixir of Waterwalking. Ach komm. Ich würde sagen, hier einmal zurück nach SW. Dann haben wir hier noch, noch Quests. Und hier Shrine of the Dawn. Sollen wir auch noch reden mit der Syria? Komm, dann machen wir das noch. Dann haben wir... Wahrscheinlich da auch noch Quests, also das ist echt böse. Weil ich ja, wie gesagt, der Meinung bin, das Gebiet haben wir jetzt zur Gänze gesehen. Und es wird mal Zeit für noch ein Gebiet, denn wenn wir hier mal gucken, dann haben wir noch hier noch 1, 2, 3, 4 weitere Gebiete, 5 weitere Gebiete und hier diese Insel, das ist bestimmt PvP. Jetzt weiß ich nicht, welche von den Gebieten hier... Gucken wir mal, 87 bis 88.
90. Und das ist 85 bis 86. Wir sind schon 87,5. Dann kommt hier 86 bis 87. Nochmal. Da haben wir hier zwei Stück. Dann haben wir hier ein Level 90 Gebiet. Hier noch ein großes. 87 bis 88. 88 bis 89. 89 bis 90. Also. Ah, hier ist noch jemand. Aber ich mache halt gern alle Quests durch. Das habe ich schon seit... Wrath of the Lich King habe ich das schon abgehandelt. Ah, ist noch eine Kill. Nee, komm. Das, sonst kommt es hier vom Hundertsten ins Tausendste. Ab nach SW, abladen, den ganzen Käse hier verticken und dann machen wir nochmal einen Dungeon. Und dann beschließe ich da auch wieder die Session danach.